Historischer Wahlsieg für die AfD in Thüringen. Die vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Partei um Landesparteichef Björn Höcke wird ersten Hochrechnungen zufolge klar stärkste Kraft mit deutlich mehr als 30% der Stimmen. Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Mario Vogt wird demnach mit rund 25% zweitstärkste Kraft. Auf dem dritten Platz landet das Bündnis Sarah Wagenknecht aus dem Stand bei etwa 15-16%. Die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow stürzt auf rund 12% ab und hat keine Aussichten auf eine Neuauflage der von ihr geführten rot-rot-grünen Minderheitsregierung. Die im Bund regierenden Ampelparteien SPD, Grüne und FDP erzielen durchweg nur einstellige Werte. Während die SPD mit 6,6-7% das schlechteste Ergebnis ihrer Parteigeschichte erzielt, scheitern Grüne und FDP an der 5%-Hürde. Damit zeichnen sich keine klaren Mehrheitsverhältnisse im Landtag ab. Die AfD wird aller Voraussicht nach nicht an die Regierung gelangen, weil alle anderen im Landtag vertretenen Parteien eine Koalition mit ihr ablehnen. Jede andere denkbare Regierung, etwa unter Führung der zweitplatzierten CDU, wäre im Landtag auf die Unterstützung des erst im März gegründeten thüringischen BSW angewiesen.